ich spüre von eurer Seite so diesen Impuls, den ich nachvollziehen kann. Es gibt eine gespaltene Gesellschaft. Es gibt Hass. Die Online-Hetze geht in das analoge Leben. Und wir können nicht so tun, als wäre das nicht da. Wir müssen da regulieren. Wir müssen da eingreifen. Wir müssen die sozialen Netzwerke in die Verantwortung ziehen, genau dieses Problem anzugehen. Hier kommt die erste von 13 Fragen. Wenn wir Hass im Netz bekämpfen wollen, müssen wir dann nicht vielleicht soziale Netzwerke strenger auch gesetzlich regulieren? Wenn ihr sagt, ja, es ist an der Zeit, dann würde ich euch bitten, positioniert euch auf der grünen Seite. Und wenn ihr sagt, nee, das birgt noch ganz andere Gefahren, dann geht ihr bitte auf die gelbe Seite. Und bitte. Vielen Dank. Jetzt wissen wir, wo ihr steht. Die Frage ist, wo steht ihr? Beleidigungen, Beschimpfungen, Demütigungen bis hin zu Morddrohungen, das ist ja leider Alltag im bundesdeutschen Internet und auf der ganzen Welt. Für die Betroffenen ist das natürlich übel, für die sowieso, aber auch Gift für die Diskussionskultur insgesamt. Hass muss bekämpft werden, das ist vollkommen selbstverständlich in einer Demokratie. Die Frage ist, wie? Meine Gäste bei 13 Fragen sind sich ja zumindest am Anfang relativ uneins. Die spannende Frage heute wird sein, kommen sie am Ende vielleicht doch noch zusammen zu einer Art Kompromiss oder sogar zu einer Lösung? Dazu also später mehr. Jetzt erstmal die Frage an euch, wo würdet ihr euch positionieren? Auf der grünen Seite? Ja, wir brauchen mehr Regulierung. Oder auf der gelben Seite? Lieber nicht, wer weiß, was für Gefahren da noch lauern. Wer weiß, vielleicht wird ja auch eure Meinung im Laufe dieser Folge nochmal komplett umgedreht. Schreibt es uns einfach in die Kommentare. Die Regeln bei 13 Fragen sind relativ einfach. Wenn ihr der Gegenseite in einem Punkt zustimmt, dann würde ich euch bitten, kommt einen Schritt vor, also auf die Gegenseite zu. Und wenn ihr sagt, nee, da wird totaler Quatsch erzählt, dann bitte einfach einen Schritt zurück, also einen Schritt entfernen von der Gegenseite. Mein Ziel muss es natürlich sein, euch am Ende alle hier in dieser Mitte, in diesem Kompromissfeld zu versammeln. Das klappt manchmal, manchmal klappt es auch gar nicht. Ich bin sehr gespannt, wie ihr heute drauf seid. Wir spielen 13 Fragen und hier kommt Frage Nummer 2 an Janelle. Du bist, glaube ich, seit deinem 12. Lebensjahr auf Social Media aktiv. Und du bist ganz klar für eine stärkere Regulierung und zwar aus ganz persönlichen Erfahrungen. Nämlich welche? Was ist dir widerfahren? Also in meinen Teenage-Jahren, als Facebook noch ganz neu war, gab es dann irgendwie so Facebook-Gruppen, in denen Leute einfach, auch Leute aus meiner Schule, aber auch schulenübergreifend damals angefangen haben, Facebook-Gruppen zu öffnen, die dann privat waren, in die ich gar keine Einsicht hatte, wo dann darüber diskutiert wurde, für wie viele Kamele können wir denn Janelle kaufen? Oder die waren schon so biased von ihrem ganzen rassistischen Gedankengut, dass sie sich dachten, alle Türkinnen werden zu Hause geschlagen. Und haben sich dann überlegt, was können wir machen, damit Janelles Eltern irgendwas hören und die dann zu Hause den Stress bekommt. Es war so surreal und ich dachte mir so, was geht ab? Und ich hatte da gar keine Kontrolle drüber und konnte da nichts ändern. Ich musste das alles einfach schlucken und konnte gegen niemanden was angehen, weil die auch teilweise alle falsche Namen benutzt haben da drin, sodass man das auch gar nicht rückverfolgen konnte. Wer war diese Person, die mich da jetzt angegriffen hat oder sonstiges? Mir ist persönlich wichtig, heute dabei zu sein, weil ich tagtäglich mit Hass im Internet zu tun habe und ich das einfach nicht möchte. Ich möchte auch nicht, dass andere Leute das erfahren und durchleben müssen und deswegen möchte ich meinen Standpunkt und meine Meinung darüber teilen, dass vielleicht andere Leute auch mal checken, dass wir das alles regulieren sollten. Wie ist es heute? Heute ist es eigentlich relativ okay, aber ich habe jetzt zum Beispiel so eine Harmony-Challenge gestartet. Das heißt, ich habe meine Körperbehaarung wachsen lassen. Das hat so viele Leute getriggert. Wow. Ich bekomme Morddrohungen. Die heftigste Nachricht, die ist auch so in meinem Kopf drin, da hat mir ein Typ geschrieben, wenn ich dein Typ wäre, würde ich dir Schlafmittel einflößen und deinen ganzen Körper mit Enthaarungscreme eincremen. Und das war einfach total übergriffig, war ja schon fast eine Vergewaltigungsandrohung. Und du glaubst, dass eine stärkere gesetzliche Regulierung das Leben einfacher macht in dieser Hasswelt? Nee, nicht für die Hasser, für mich. Ja, klar. Definitiv, weil wenn ich bin der Auffassung, wenn irgendwie Klarnamen hinterlegt werden müssen, nicht, dass ich den von dir dann einsehen kann, sondern dass diese Medien oder die sozialen Medien das so regeln, dass die das da haben, sodass die Strafverfolgung einfacher wird für Polizei und Instanzen, dass sie dann schneller auf diese Person kommen können und die Anzeigen auch nicht mehr gegen unbekannt gestellt werden. Das ist ja auch aus Janelles Sicht total nachvollziehbar, oder, Linus? Also die Erfahrungen sind natürlich total unterirdisch und total daneben. Und die sind auch jetzt durch nichts zu relativieren. Was das zeigt, ist, wir haben Hass in der Gesellschaft. Das ist ein Problem.
Und wir haben eine Gesellschaft in sozialen Netzen wie Facebook oder Instagram oder Twitter. Und das ist ein zweites, in meinen Augen separates Problem. Unsere öffentliche Debatte ist in sozialen Netzwerken ohnehin schon nicht gut aufgehoben, weil wir da den finanziellen Interessen der Anbieterinnen unterliegen. Da jetzt noch gesetzlich einzugreifen, wird der öffentlichen Debatte erst recht nicht zuträglich sein und uns einfach nur noch mehr schaden. Langfristig müssen wir einfach von diesen Plattformen weg. Als ich zur Schule gegangen bin, waren noch nicht so viele der Jugendlichen auf sozialen Netzen. Wir haben aber trotzdem Mobbing gehabt, noch und nöcher. Da wurden Menschen von der Schule runtergeekelt. Das hat sich abgespielt auf dem Schulhof. Da wäre ein Einflussbereich gewesen für die Schule. Da ist trotzdem nichts passiert. Und ich glaube, wir brauchen einfach gesellschaftlich einen ganz anderen Umgang mit diesen Hassreaktionen, die eigentlich immer von relativ armen Würstchen kommen, die nicht ertragen können, dass gerade ein Empowerment stattfindet von Leuten, die sie sonst fertig machen und unterdrücken konnten. Und ich glaube, dass wir gerade gewinnen gegen diese Würstchen. Ich glaube auf jeden Fall, dass wir auf dem Weg dahin sind, aber ich würde dir bei einem Punkt nicht zustimmen. Und zwar finde ich, dass im Internet haben die halt alle ihre Anonymität. Dass das, was die sich auf der Straße mir niemals trauen würden, im Gesicht, mein Gesicht zu sagen, schreiben sie dann im Internet über mich. Und das finde ich halt dann so, also meine Ansicht ist, ich weiß nicht, wie man das am Ende machen soll. Du bist der ITler, aber ich habe das Gefühl, wenn man jetzt wie zum Beispiel bei Miles oder Car2Go einfach jeder, wenn er sich ein Profil öffnet, seinen Namen hinterlegt, ich meine, ich habe nichts zu verlieren, meinen Namen kennt ja eh jeder, deswegen bin ich da wahrscheinlich eh schon so ein bisschen, Anonymität tut mir nichts. Aber dann hätten die alle gar nicht die Cojones mehr, so auf dich zuzugehen und dich fertig zu machen. Aber manche Leute müssen ja auch ihre Meinung anonym sagen, weil sie sonst vielleicht ja auch anderweitig irgendwie verfolgt werden. Ja, aber du stinkst, du siehst scheiße aus, das sind keine Meinungen. Anonymität will ich auch besprechen, ohne Frage. Aber ich würde gerne erstmal beim Großen bleiben, weil du hast jetzt gerade davon gesprochen, dass wir auf einer Richtung sind, dass die Gesellschaft sich so weiterentwickelt, dass eben Leute empowered werden, die vorher die sogenannte als Minderheit fertig gemacht werden konnten. Das stimmt. Und Diana wollte da eigentlich... Genau. Also zum Beispiel sowas wie Black Lives Matter wäre ja wahrscheinlich oder wäre ohne Social Media nie so groß geworden. Und hätte man da eben schon das gehabt, dass Facebook das alles blockiert und gesperrt hätte am Anfang, hätte das einfach eine ganze Bewegung gestoppt. Und deswegen dürfen diese Plattformen einfach nicht zu stark reguliert werden, weil da ja ein Austausch und dieser Umbruch passieren muss. Und der passiert ja nur, wenn ganz viele Meinungen aufeinander clashen und das eben auch zu sehr kontroversen Themen, die sonst eben vielleicht blockiert werden würden, weil da irgendwie Blut fließt oder zu viel Haut zu sehen ist. Also ich erfahre eigentlich jeden Tag Hass im Netz. Also entweder soll ich mal eine Treppe runterfallen oder generell einfach sterben und still sein. Aber ich nutze dann auch diverse Tools und blockiere zum Beispiel Accounts oder habe auch bestimmte Worte geblacklistet, die mich sehr stark triggern oder die ich einfach nicht auf meinem Account lesen möchte. Und das geht ja auch. Aber wie machst du das denn? Also ich meine, du kriegst ja auch oft genug Wellen des Hasses ab. Vor allem von Männern, vor allem bei feministischen Themen, so zumindest meine Beobachtung. Und du sagst jetzt aber nicht, die Plattformen sollen das lösen, sondern die User, Userinnen selbst? Also ich finde, die Plattformen sollten uns UserInnen mehr so baukastenmäßig Tools an die Hand geben, wie wir zum Beispiel unsere Accounts besser moderieren können. Und so kann man das schon Stück für Stück eben auch selbst regulieren, sodass es mir, sagen wir, auch emotional noch gut tut und noch für mich tragbar ist. Aber ist es nicht total unfair? Ich meine, du hast ja den Hass nicht dahingeschrieben, aber du sollst ihn dann quasi aufräumen, obwohl du das gar nicht wolltest. Das ist doch wahnsinnig unfair. Ja, aber ich kann das ja auch immer schon Stück für Stück mehr automatisieren. Zum Beispiel durch diese Black Words, dass ich eben gar nicht mehr lesen muss, wenn jemand dumme Hure schreibt oder ich weiß nicht, das darf man da wahrscheinlich nicht sagen, aber sowas, das könnte ich dann einfach bannen, dass ich sowas nie wieder lesen muss. Und das ist natürlich auch schon eine einschneidende Sache in die Meinungsfreiheit von anderen Leuten, aber ich sage da halt eben, das ist mein Account, mein digitales Wohnzimmer, da will ich sowas nicht lesen. Macht ihr es euch einfach zu leicht, dass ihr sagt, wir brauchen hier eine harte Hand, wir brauchen bessere Gesetze, Elektra? Nee, ich finde, es ist notwendig, weil ich zum Beispiel oder auch andere von der LGBT-Plus-Community, wir bekommen so viel Hass tagtäglich. Und also ich wäre 24/7 beschäftigt mit Hasskommentaren löschen. Deswegen fände ich es toll, wenn das von der Plattform auch noch ausgehen würde, wenn da einfach eine Regulierung stattfindet. Es muss einfach sein. Also mir ist es wichtig, dabei zu sein, um ein Statement gegen Hass zu setzen, weil ich und so viele andere angefeindet werden. Und das muss sich auf jeden Fall ändern. Was sind denn deine persönlichen Erfahrungen, also wenn du einen bestimmten Hasskommentar kriegst und ihn dann meldest,
weiß nicht, anzeigst? Wie geht's dir damit? Also erstmal dauert es sehr lange, bis überhaupt irgendwas passiert. Und dann werden manche Kommentare gelöscht und manche bleiben einfach stehen. Selbst wenn man zum Beispiel das Wort Spuchtel unterbindet. Die Leute, die lassen sich immer was Neues einfallen lassen. Also zum Beispiel, da werden brennende Regenbogenflaggen dann gepostet, Emojis zusammengebastelt. Also da wird sich immer was Neues überlegt. Und das finde ich erschreckend, mit was für einer Energie dann diese Hater auch da einfach agieren. Kannst du das, Maja, du zuckst schon, merke ich, aber das klingt jetzt erstmal recht plausibel. Also die, mit den Mitteln, die Diana vorgeschlagen hat, kommen zumindest die beiden nicht so gut klar und wollen deswegen, dass die Plattformen selber ein bisschen stärker vorgehen. Kannst du das nachvollziehen? Also ich kann das Bedürfnis total nachvollziehen. Ich glaube nur nicht, dass Regulierung das Allheilmittel ist, um das aufzuheben. Wie du schon gesagt hast, das Problem ist der Hass in der Gesellschaft und Gesetze können da auch nur bedingt weiterhelfen, weil es gibt schon Gesetze. Mir liegt das Thema am Herzen, weil die Meinungsfreiheit, wie wir sie hier in Deutschland haben, nicht selbstverständlich ist und es durchaus auch Staaten auf der Welt gibt, die sich das NetzDG zum Beispiel als Vorbild genommen haben, um damit aber staatliche Zensur zu fördern. Und deswegen sollten wir auf jeden Fall über das Thema Meinungsfreiheit in diesem Zusammenhang sprechen. Wir haben zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das ist seit 3 Jahren in Kraft. Das hat offensichtlich keine Besserung gebracht. Wir haben das Strafgesetzbuch. Morddrohungen, Beleidigungen sind heute schon strafbar. Und trotzdem passieren sie ja weiter. Und ja, aber dann erwarte ich bitte von Experten, dass sie sich was einfallen lassen, damit das besser reguliert werden kann. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Was ist denn mit der Polizei? Was ist denn eure Erfahrung mit der? Habt ihr schon mal jemanden angezeigt? Ja. Also mit einer Morddrohung darf man ja jemanden anzeigen. Und das ist ja eigentlich relativ eindeutig. Genau. Was ist da passiert? Also ich habe über 2 Wege jemanden angezeigt. Also einmal übers Internet. Da habe ich bis heute keine Antwort. Und einmal war es auf der Straße, wo ich angegriffen wurde. Da bin ich zur Polizei gegangen. Da wurde sofort gehandelt. Also ich würde dann auch der Justiz mehr Zepter oder mehr Mittel an die Hand geben, damit das alles schneller und auch besser läuft, dass die Leute besser nachverfolgt werden können. Da ist dann auch wieder die Plattformen am Zug, dass die Daten rausgeben. Zusammenarbeiten. Genau, dass die zusammenarbeiten und zwar besser. Und da muss die Plattform auch auf die Justiz zukommen natürlich. Mich würde mal interessieren, was sind eure Erfahrungen? Habt ihr schon mal Hasskommentare abbekommen? Wie reagiert ihr darauf? Habt ihr sie zur Anzeige gebracht? Habt ihr sie irgendwo gemeldet? Was ist dann passiert? Bringt das alles was? Schreibt es uns gerne wieder in die Kommentare, während wir hier weiter diskutieren. Zum Beispiel mit Hans. Wenn wir mal darüber reden, warum Hate Speech auf Plattformen, ich will gar nicht sagen geduldet wird, aber warum vielleicht nicht so effizient dagegen vorgegangen wird, da kannst du uns ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen. Ich glaube, das Versprechen der sozialen Netzwerke, dass alle alles sagen dürfen, tatsächlich an der Realität zerprallt gerade. Und wir umdenken lernen müssen und die Plattformen viel stärker in die Verantwortung gezogen werden müssen, etwas gegen Hasskriminalität im Netz vorzunehmen. Du hast mal einen Film gemacht, einen Dokumentarfilm über The Cleaners, also sogenannte Content-Moderatoren, die vor allem auf den Philippinen sitzen und zu Hunderttausenden illegales Zeug, Pornografie, Rassismus aus dem Netz löschen sollen gegen einen Hungerlohn. Warum glaubst du, haben die Plattformen gar kein Interesse daran, so stark davor zu gehen? Also, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben in der Diskussion ist ja, die sozialen Netzwerke haben eine ganz bestimmte Infrastruktur. Und diese Infrastruktur befördert, dass sensationsgetriebene Inhalte, starke Äußerungen, verkürzte Nachrichten eher mit Lob, mit Likes, mit Views belohnt werden. Und ich glaube, das ist etwas, was man beachten muss, weil, Linus, du hast vorhin auch die digitale Welt mit der analogen Welt getrennt und gar nicht in einen Zusammenhang gebracht. Und ich glaube schon, dass unser Verhalten, was wir erlernen durch den Umgang mit den sozialen Medien, weil wir wissen, wie sie funktionieren, wir wissen, wir reagieren darauf, wir sind wie Hunde, die sozusagen auch bestimmte Triggerknöpfe anstoßen, um Erfolg zu haben, die machen etwas mit unserem Verhalten. Sie verstärken Hass, sie verstärken Hetze. Sie verstärken Sensationsgetriebenes. Und ich glaube, da muss man tatsächlich drüber reden und in dieser Form auch mal regulieren, zu sagen, wie kann eigentlich so eine Infrastruktur völlig anders ablaufen? Wie können vielleicht Inhalte belohnt werden, die differenziert sind, die komplex sind, die bestimmte Argumente vorlegen und nicht verkürzte Falschmeldungen? Und da gibt es noch einen großen Nachholbedarf. Und in dieser Stellschraube, finde ich, kann man schon die Verantwortung den sozialen Medien übertragen, da etwas zu tun und da nachzudenken. Also ich stimme dir absolut zu und möchte noch dazu sagen, dass ich nicht die analoge und die digitale Welt trenne. Ganz im Gegenteil, ich habe ja gesagt, wir haben eine Gesellschaft mit Hass und eine Gesellschaft auf Facebook. Die Probleme trenne ich, aber nicht, dass jetzt die Gesellschaft nicht analog wäre. Deswegen bin ich auch dafür, diese ganzen Dinger sowieso einzustampfen.
Das heißt, stimmst du ihm jetzt in Teilen zu oder nicht? Weil dann könntest wenn du dich davon bewegen. Wenn wir sagen, wir machen die Dinger dicht. Ja, er will sie zumindest mal reformieren. Das, also gehen wir mal so weit. Nee, dann nicht. Okay, wie du willst. Wenn es diese Gesetze schon gibt, aber sie offenbar nicht richtig durchgesetzt werden, dann müssen wir vielleicht die Plattformen dazu zwingen, dass sie ihre Gesetze besser durchsetzen. Also mit höheren Strafen, mit Dingen, die ihnen richtig wehtun. Auch das haben wir schon. Also das NetzDG zum Beispiel sieht hohe Bußgelder im Millionenbereich vor. Und wir haben schon Straftatbestände, wir haben diese Gesetze. Das, was aber jetzt passiert ist, dass der Gesetzgeber oder der Staat quasi es den sozialen Netzwerken überlässt, Inhalte zu löschen, und zwar nach ihren Community-Standards und zwar nicht nach dem Gesetz. Also es gibt ganz wenige Fälle, die tatsächlich nach dem NetzDG gemeldet worden sind. Und da ist überhaupt nicht nachvollziehbar, auf welcher Basis, wer das entscheidet, mit welchen Algorithmen etc. Das heißt, wenn wir über Regulierung sprechen, dann bin ich nicht dafür, jetzt irgendwie einen neuen Straftatbestand zu erfinden, sondern eben für mehr Transparenz zu sorgen. Mehr Transparenz ist ja auch eine deiner Forderungen, was die Klarnamenpflicht anbelangt. Warum glaubst du, dass die Anonymität ein wichtiges Problem ist bei der Hate Speech? Also vor allem in unserer Generation. Ich bin halt nicht wie du. Ich bin direkt mit dem Internet aufgewachsen. Und viele Generationen unter uns, die werden halt komplett mit dem Scheiß, will ich jetzt einfach mal sagen, aufwachsen. Und da ist gang und gäbe, dass jeder 5 bis 6 Fake-Accounts hat. Wenn ich so meine Schwester und ihre kleinen Freunde angucke, die haben alle ihre Fake-Accounts, auf denen die dann so nebenbei andere Leute haten. Und ich bin der Ansicht, wenn du jetzt, weil ich bin ja eh nicht anonym im Internet, also ich habe da überhaupt nichts zu verlieren, mich stört das auch nicht. Ich denke mir immer so, okay, wenn du so krass anonym sein willst, was hast du da vor? Dieser eine Account, der kann mich jetzt beleidigen, der kann sich löschen und dann direkt den nächsten Account öffnen und damit weitermachen. Und das ist halt, das hört nicht auf. Du hast Maya jetzt schön nach hinten getrieben. Maya ist intensiv nach hinten gelaufen, als du die Klarnamenpflicht ins Spiel gebracht hast. Warum? Aber ich will ja nicht, dass wir die sehen können, sondern dass die Polizei das dann am Ende direkt finden kann. Lass uns kurz Maya hören, danach darfst du. Ja, also ich finde, die Klarnamenpflicht ist eine ganz schlechte Idee. Anonymität ist ein Teil der Meinungsfreiheit und auch ein ganz wichtiger. Da geht es auch ein bisschen weiter als nur um Deutschland. Es gibt Länder, da ist Anonymität nicht dazu da, um zu hetzen, sondern eine Form des Schutzes vor staatlichen Repressionen. Und wir müssen noch nicht mal so weit gehen. Also in Deutschland, Whistleblowing wäre nicht möglich, wenn es keine Anonymität im Netz gibt. Leute möchten vielleicht über Unternehmen, in denen sie arbeiten, und über Missstände berichten. All das ist nicht möglich, wenn wir nicht auch die Möglichkeit haben, anonym im Netz unterwegs zu sein. Also aus datenschutzrechtlicher Sicht finde ich immer, ich habe ja nichts zu verbergen, ein ganz schlechtes Argument, weil wenn wir danach gehen würden, dann haben die meisten Menschen nichts zu verbergen. Zumindest im strafrechtlichen Sinne. Aber das kann nicht direkt bedeuten, dass quasi jeder verpflichtet sein muss, sich mit all seinen Daten zu öffnen. Also du hast gerade über auch Ausland gesprochen. Du hast ja selber Erfahrung mit Familie in Syrien. Inwiefern? Also ich habe Familie, die aus Syrien kommt. Und Syrien, wie viele andere Länder auf der Welt, ist ein Land, in dem die Menschen nicht mit denselben Privilegien und demokratischen Grundsätzen leben können. Und in solchen Ländern spielt natürlich Anonymität eine ganz wichtige Rolle, auch um Sachen sagen zu können, also tatsächlich auch, um aktiv seine Meinung zu äußern, weil es eben anders gar nicht möglich ist. Du musst aber nicht bis nach Syrien gehen. Ja, genau. Hat sie ja erzählt. Bitte, ich möchte das also wirklich aus eigener Erfahrung. In meiner Altersklasse gab es dann einige, die waren halt schwul oder lesbisch oder irgendwie nicht normgerecht sexuell. Ja, das ist ja sehr eng definiert. Und für die war das eine große, große Erleichterung, in dieses Internet gehen zu können, anonym dort mit anderen Leuten in Austausch zu treten, Perspektiven, Identitäten von sich selber auszuprobieren und sich selber zu finden, was alle diese Jugendlichen irgendwie, das mussten wir alle mal machen, ja, und das war für alle hart. Und Anonymität war da enorm gut bei. Du bist jetzt so weit nach vorne gegangen, das heißt, du hast deine Meinung jetzt geändert. In diesem Punkt, das für junge Leute und so, weil da war das Internet halt genau das, was er gesagt hat. So, das war das erste Mal, dass ich einen Ort gefunden habe, an dem ich nicht alleine war und mich nicht wie ein Alien gefühlt habe und unter Leuten auf einmal gecheckt habe, okay, du bist ganz normal, wie du bist. Und also in dem Punkt bin ich da komplett bei ihm, aber das hat ja nichts mit Hass zu tun. Aber ja, Moment.
Nein, aber du kannst ja nicht sagen, Anonymität ja, für die ist, Gruppen, aber so für die anderen Gruppen nicht. Mein innerer Zerreißpunkt. Du bist quasi zerrissen. Elektra ist schon die ganze Zeit am... Ja, also bei den Klarnamen stimme ich wirklich der anderen Seite zu, muss ich sagen. Pseudonyme können von mir aus weiter bestehen, gar kein Problem. Aber wie wäre es denn, wenn die Daten dann wirklich im Hintergrund gespeichert sind und die Justiz kann die abrufen und auch ohne 10.000 Umwege, sondern ziemlich schnell, dass dann auch aber die sozialen Medien natürlich einen Schritt aber das kann sie doch schon, oder? Nee, ich glaube, so einfach ist das nicht. Entschuldigung, Maya, klär uns auf. IP-Adressen kann man nachverfolgen. Also das ist ja genau die Frage, wie würde man sowas eigentlich technisch umsetzen? Muss jetzt jeder zu irgendeiner Stelle gehen und seinen Ausweis vorzeigen, bevor er sich bei Facebook anmelden will? Also die Daten, die jetzt schon abgerufen werden können, sind natürlich keine Ausweisdaten, aber zum Beispiel die IP-Adresse und Ähnliches. Und damit können die Strafverfolgungsbehörden ja auch schon viel machen. Und wie gesagt, diese Möglichkeiten gibt es schon. Also, dass die Klarnamenpflicht keine Lösung ist, glaube ich, sind wir uns fast alle einig hier. Okay, super. Dann aber ich finde, dass wir standen alle schon vorne. Wir sind schon ein Stück vorne. Ich glaube, was überhaupt gar keine Lösung ist für das Problem, ich spüre von eurer Seite so diesen Impuls, den ich nachvollziehen kann, der ist aber so historisch. Das Internet ist mal so aufgekommen und hat die Leute emanzipiert, hat sozusagen allen ein Sprachrohr verliehen. Facebook hat das jahrelang gesagt, gib allen Menschen eine Stimme, alles mit allen zu teilen. Und jetzt müssen wir einfach den Reality-Check machen. Und die Realität hat dieses Statement eingeholt. Es gibt eine gespaltene Gesellschaft. Es gibt Hass. Die Online-Hetze geht in das analoge Leben. Und wir können nicht so tun, als wäre das nicht da. Wir müssen da regulieren. Wir müssen da eingreifen. Wir müssen die sozialen Netzwerke in die Verantwortung ziehen, genau dieses Problem anzugehen. Und da findet viel, viel zu wenig statt. Die Content-Moderators sind überlastet. Die Politik, die Gesetze sind da, ja, aber sie werden nicht umgesetzt, sie werden nicht durchgeführt. Also da muss man doch was machen. Da kann man nicht sagen, wir lachen ein bisschen drüber und hoffen, dass das irgendwann weg ist. Das ist ein valides Problem. Da muss man was machen, nämlich was genau? Was schlägst du vor? Was konkret? Boah, ich bin kein Latino. Man muss, Facebook hat, oder Mark Zuckerberg hat vor 2 Jahren veröffentlicht, 2019, dass er 3,7 Milliarden Euro für die Sicherheit der Plattform ausgibt. Das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber der Jahresumsatz dieser Firma ist 70 Milliarden Euro. Das heißt, er macht ein bisschen mehr als 5% investiert er dafür, dass die User und Userinnen sicher sind. Die könnten viel mehr Moderationsteams einstellen, die viel besser ausgebildet sind, die viel mehr eine Rechtskenntnis haben. Was ist überhaupt Hate Speech? Das ist eine unglaublich schwierige Entscheidung. Die müssen die im Sekundentakt treffen, irgendwo auf der Welt, die vielleicht gar nicht den kulturellen Kontext dieser Debatte wissen. Da muss investiert werden. Da muss man den sozialen Netzwerken sagen, ihr macht viel, viel zu wenig. Investiert. Und da muss man auch mit Gesetzen ran und sagen, wenn ihr das nicht macht, dann fliegt ihr aus dem Markt raus. Dann wird das hier abgestellt. Und dann reagieren sie auch. Ich verstehe, was du meinst. Es ist eben nicht genug. Es muss eben noch viel mehr passieren. Die Frage ist nur, wer sollte das dann entscheiden? Sollte das die EU entscheiden? Aber ist es nicht so, dass wir die ganze Verantwortung privaten Firmen übergeben, einer Handvoll Leuten im Silicon Valley, die über die digitale Meinungsfreiheit entscheiden? Ich wäre gern dabei gewesen, mit einer Kamera in dem Raum, wo darüber debattiert wird, soll Donald Trump gesperrt werden oder nicht. Das sind private Unternehmen, die das machen. Was wäre denn, Diana, wenn du mit deinen vielen, vielen Followern sagen würdest, passt mal auf Facebook und Instagram, ihr haltet die Regeln nicht ein, ich bin dann mal weg. Also wäre das eine Drohkulisse? Naja, wenn ihr euch zusammenschließt, sagen wir mal, keine Ahnung, 20 reichweitenstärksten Accounts in Deutschland würden sagen, ganz ehrlich, haben wir keinen Bock mehr drauf, machen wir nicht mehr mit. Ich glaube, die Plattformen nehmen das ja auch schon wahr, dass immer mehr Konkurrenz kommt. Es gibt einfach verschiedene Plattformen und Angebote, die man nutzen kann, die einem dann vielleicht mehr oder weniger zusagen. Also ich bin jetzt nicht abhängig nur von Facebook zum Beispiel oder eben Instagram. Höre ich daraus, du planst nicht den Boykott diverser Plattformen? Nee, das nicht. Also ich bin auch zum Thema Anonymität zum Beispiel. Für mich war das einfach damals eine neue Welt, die sich mir eröffnet hat. Ich komme aus so einem kleinen Dorf und ohne das Internet hätte ich so viel nicht gelernt und so viele Chancen einfach nicht gehabt. Und ich merke das aber eben jetzt ja auch, dass so viele Sachen dann doch manchmal schon für mich zu sehr reguliert werden, obwohl wir dann auch in Deutschland sind. Und ich gar nicht eben wissen, wie das dann in anderen Ländern ist, ne? Wo man wirklich richtig Angst um sein Leben haben muss, wenn man da irgendwelche Dinge postet. Also ich poste ja auch manchmal politischen Content und habe zum Beispiel auch schon öfters über die Lage der Uiguren gepostet. Und ich will gar nicht wissen, wie das ist, wenn ich jetzt nach China reisen würde, wenn die diese ganzen Videos sehen und das irgendwie mit mir verknüpfen würden. Also da hätte ich schon jetzt ein bisschen Angst auch, weil das eben nicht so demokratisch da ist wie bei uns aktuell. Ich finde schon, dass man sich auch über alternative Druckmittel Gedanken machen müsste oder eben auch generell über das Thema Hass in der Gesellschaft. Also es gibt, glaube ich, bundesweit eine Organisation, die sich wirklich um Betroffene kümmert und die bei zum Beispiel Gerichtsprozessen unterstützt. Also Hate Aid, da frage ich mich, warum, also da ist noch so viel
drin. Da gibt es noch so viele Möglichkeiten, auch irgendwie Solidarität zu organisieren, was ja auch schon passiert, bevor man direkt nach dem Gesetzgeber ruft. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet. Sollen wir Facebook zerschlagen? Sollen wir YouTube, die Plattform, auf der ihr vielleicht gerade zuschaut, einfach abschaffen? Würde das Probleme lösen, wenn wir eine neue Plattform schaffen natürlich? Wir wollen ja weiter digital diskutieren. Eure Meinung ist natürlich sehr wichtig. Und wenn ja, wie sähe denn so ein neues mögliches Netzwerk aus? In der Kompromissrunde soll es darum gehen, ob es möglicherweise Vorschläge gibt, die ihr euch dann ausdenken könnt in euren jeweiligen Gruppen, um die andere Seite zu euch zu lotsen. Boah. Ich gehe mal davon aus, dass die Klarnamenpflicht keine Rolle spielen wird bei den Kompromissen. Also mein Kompromissvorschlag ist, die Ressourcen bei der Polizei müssen ausgebaut werden. Wir fordern deshalb mehr Schulungen, bessere AnsprechpartnerInnen in allen Bundesländern, möglicherweise sogar eine Einheitlichkeit, dass man als User und Userin möglichst sicher sein kann, dass jemand Kompetentes diesen Fall in die Hand nimmt. Da bin ich voll bei dir. Stimmt ihr zu? Auf jeden Fall. Da habe ich das schon mal. Gut, es war jetzt auch der leichte Kompromiss, muss man auch sagen. War schön, dass ihr dazu gekommen seid. So, jetzt habt ihr, sagen wir mal, eine Minute Zeit, euch zu überlegen, ob ihr die anderen irgendwie überzeugen könnt. Merkt euch eure Plätze und los geht's. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Das ist eigentlich sehr umgesetzt wird, dass zum Beispiel, ne, wir haben ja eben. So, während jetzt hier Gelb und Grün miteinander debattieren, was ein möglicher Kompromissvorschlag ist, geht natürlich die Frage auch an euch. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, was könnte helfen gegen Hassrede im Internet, wenn man vielleicht nicht ganz so viel regulieren will oder vielleicht ein bisschen regulieren. Vielleicht habt ihr auch eine Meinung dazu. Schreibt's uns bitte in die Kommentare. So, die Zeit läuft gleich ab. Bin mal gespannt, ob wir noch näher zusammenkommen. Also mein Kompromissvorschlag ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wollt ihr anfangen? Habt ihr auch einen Vorschlag an die andere Gruppe? Zum Beispiel hatten wir auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es eine Option geben könnte, Fake-Profile mehr zu blockieren oder einzuschränken. Weil wahrscheinlich kennen viele von euch das ja auch, dass Leute eben kein Profilbild haben, die folgen irgendwie gar keinen Leuten, sind selber gar nicht aktiv, sondern die haben nur einen Account, um zu hassen. Ja. Und die kann man ja relativ schnell an verschiedenen Faktoren ausfindig machen. Und da könnte man zum Beispiel die Plattform viel mehr in die Verantwortung ziehen. Das wäre eben schon mal eine Möglichkeit, um viel Hass, der passiert, ja, einzuschränken. Also der Vorschlag ist, wir gehen nicht gegen anonyme Profile vor, sondern wir gehen explizit gegen Fake-Profile vor. Stimmt ihr zu? Ist das ein Weg, wo ihr sagt, ja, das ist... Oder eher so. Das Ding ist, ich habe auch sehr viel Hate von Leuten, die ihr Gesichter einfach stehen haben und auch ihr Business markiert haben und so. Also, du glaubst also, es wird nicht viel bringen? Das bringt nicht viel. Hast du nicht den... Ich sehe halt auch das Problem, dass die Leute dann sofort einen neuen Account aufmachen können. Die haben bestimmt eine gewisse Spielzeit, bis da wieder gesperrt wird. In der Zeit kann man wieder schön haten. Und nur zu löschen, genauso wie Kommentare löschen, geht mir ehrlich gesagt auch nicht weit genug. Also ich möchte dann, wenn es wirklich krasse Hasskommentare sind, dass es dann noch zur Anzeige gebracht wird. Und das passiert ja in dem Fall dann auch nicht. Okay, aber es war ein Kompromissvorschlag. Ihr müsst ja nicht drauf eingehen. Ihr seid auch nicht drauf eingegangen. Habt ihr einen? Vielleicht geht ja die Gegenseite auf euren ein. Willst du den formulieren? Ja, also es gibt so mehrere kleinere. Ich würde zum Beispiel sagen, es ist total wichtig, dass es eine Beschwerdestelle gibt bei den Netzwerken, wo man, wenn man sich zu Unrecht gelöscht fühlt, melden kann. Das gibt es überhaupt nicht. Man kriegt überhaupt gar keine Antworten, wie die Kriterien ausgefallen sind, warum etwas gelöscht wurde. Das finde ich ganz wichtig, weil es einen transparenteren Einblick gibt. Genauso müssen die sozialen Netzwerke einen Transparenzbericht abgeben, jedes Jahr. Der geht mir aber auch nicht zu weit, sondern im Grunde müssen sie nicht nur die Anzahl der Accounts oder Profile, die sie gelöscht haben, veröffentlichen, sondern auch warum. Und das wäre ein extrem demokratischer Einblick für uns, dass wir diskutieren können darüber, hey, da wurde was gelöscht, das ist nicht okay. Oder da wurde viel zu wenig gelöscht, was hätte gelöscht werden müssen. Und das heißt, du schlägst vor eine Verschärfung der Transparenzregeln für Netzwerke. Ja. Stimmt dir zu? Dann dürft ihr nach vorne gehen. Ihr dürft gerne fragen, hier in die Mitte kommen. Ich muss doch in die Mitte kommen, Leute. Dieses Feld ist groß. Das ist nicht sehr sexy, aber ihr könntet trotzdem ein Stück vor. Zumindest teilen wahrscheinlich viele den Eindruck, den du hast, dass die Transparenz bei sozialen Netzwerken sehr klein geschrieben wird. Ja, absolut. Ich finde, genau solche Debattenräume fehlen eigentlich in unserer Gesellschaft, weil das Thema, wie wir mit Hass und Hetze im Netz umgehen, hat eigentlich eine gesamtgesellschaftliche Debatte hervorgerufen. Wie wägen wir Freiheit und Sicherheit miteinander ab? Und ich finde, das ist ein total interessantes Spannungsfeld, was eigentlich viel öfter diskutiert werden muss. Ich fand die Debatte wirklich super, also konstruktiv alles. Wir haben uns nicht gestritten. Und ich meine, im Grunde genommen sind wir alle einer Meinung. Wir wollen alle, dass der Hass im Internet weniger wird. Jetzt ist halt nur noch die Frage, wie. Also ich würde mir wünschen, dass die Politik keine Symbolgesetze erlässt, einfach nur, weil Wahlkampf ist, sondern sich viel mehr
eben auf den Ausbau der Strukturen, die dazu dienen können, Hass im Netz zu bekämpfen, konzentriert und vielleicht auch ein breiteres Angebot schafft für Betroffene, an das sie sich wenden können, um eben in so einem Fall Hilfe zu besorgen. Also wir als Zivilgesellschaft sollten definitiv eingreifen, wenn wir sehen, dass da irgendwer von Hass beleidigt, Hass betroffen ist. Ich finde, das ist Zivilcourage einfach nur. Genauso wie wenn jetzt draußen auf der Straße irgendwer angegriffen wird. Und das, finde ich, ist so eine Sache, die wir alle machen können, damit es uns allen besser geht. Ich würde dem zustimmen und einfach nur ergänzen, wenn es deine Freundinnen betrifft, steh ihnen bei. Und wenn es deine Freunde oder Freundinnen machen, dann hilf denen. So, die brauchen irgendwie, irgendwas fehlt denen im Leben. Und das ist genauso Zivilcourage, den eigenen Freundinnen und Freunden halt mal zu sagen, pass auf, so, das kannst du so nicht machen. Und vielleicht gehen wir mal gemeinsam irgendwo hin, wo dir vielleicht geholfen werden kann. Wir sind ziemlich nah aneinander rangekommen. Fast alle haben so einen halben Fuß schon hier im sogenannten Kompromissfeld gehabt. Ich danke euch sehr dafür. Es waren, glaube ich, wahnsinnig viele Perspektiven, die wir ja eingenommen haben. Und es wurde ja sogar innerhalb des Spiels manche Leute von Dingen, von einer Gegenmeinung überzeugt. Genau darum geht es bei 13 Fragen. Ganz herzlichen Dank dafür. Super. Hui, das war ja mal wieder eine Folge, oder? Also bei diesem Thema bleibt es einfach tricky. Sehr interessant fand ich allerdings die Idee, alle Social-Media-Konzerne einfach zu zerschlagen. Was meint ihr? Wenn euch 13 Fragen gefällt, dann könnt ihr sehr eindeutig sein und hier unseren Kanal abonnieren. Hier findet ihr eine weitere Folge und hier gibt's ein weiteres Video zum Thema. Vielen Dank.